Hallo ihr da draußen. Ja, ich habe ein neues Spielzeug. Ein Radio. Sollte ich eigentlich schon Samstag haben, aber da war die Post ja langsamer als ich mit Einkaufen. Ne? ITT Shop Lorenz. Ein Teddy Automatik. Ja, die Antenne ist hier kaputt. Ich weiß gar nicht, ob man die noch rausziehen kann, ein Stück. Ich guck mal. Ich glaube aber nicht wirklich. Aha. Na gut. Das ist nicht so wild. Da suche ich mir eine andere Teleskopantenne, die ich da eventuell mit, die da reinpasst. Ist nicht so schlimm. Es stand auch bei, ich habe es bei eBay gekauft. Ja, es hat lauter Kratzer, ist nicht mehr so hübsch. Ach so, hier unten. Ja, waren noch alte Batterien drin. Ich glaube, die waren bald so alt wie das Radio selbst. Keine Ahnung, war da und ganz alt und schon ausgelaufen. Muss ich gucken, ob ich das hier fertig kriege. Es läuft auf 6 Volt und entgegen dem hier steht hier hinten auf dem Strom 220 bis 240 Volt. So, ich hatte gedacht, ich nehme das aus mal auseinander, aber das lasse ich mal. Mache ich jetzt nicht hier in diesem Video. Hier oben ist eine kleine Delle, also ja. Ein Ausschalter am Laut- und Leiser-Knopf. Naja, gut. Ich habe es schon mal ausprobiert gehabt. Da hat es auch funktioniert. Kabel hat er mir nicht mitgeliefert. Gucken wir mal. Ups, Entschuldigung. Ich muss in die Steckdose kommen. So. So, gucken wir mal. Knackt noch und ja. Also einen Sender habe ich. Achso, ich habe vergessen zu sagen, ich bin jetzt gerade auf der Mittelwelle. Auf Mittelwelle können wir ja auch hier oben gucken. Guck mal, dass es nicht so spiegelt. Na, wo sind wir denn? Da ist der Knopf. Jetzt sind wir hier so bei. Oh, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich sehe das jetzt nicht so direkt, aber 1010 Megahertz. Da kommt noch einer durch. So, gehen wir auf die lange Welle. Wie man hört, der geht noch. Aber der knackt. Kurzwelle geht. Und der lange Welle knackt noch. Da habe ich die Kamera. Nee, war was anderes.
Also dafür, dass das Ding keine Antenne drin hat. Hier auf Kurzwelle ist natürlich, der möchte eine Antenne haben. Aber da scheint einer zu sein. Das ist mal was anderes. Naja. Und dann haben wir noch den UKW. Sich so richtig an. Hier sind ein paar Gedanken. Bleibt es zu nicken. Nee. Sind wir auf Ausschlag? Berlin gelebt hat. Großstadtgeflüster, die fickt euch alle. Da freuen wir uns drauf. Geht von Montag doch schnell vorbei, ne? So, und das war's dann. Ja, also es hat kein, weiß nicht, was hier dran Automatik ist. Also es hat kein AFC. Hier ist nur noch Ton, beziehungsweise hierfür über Dienststecker dann ein externes Gerät, ich schätze mal Plattenspieler, Kopfhörerbuchse. Ja, Baujahr weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine was um die 60er, 70er Jahre, glaube ich. Kann ich jetzt nicht genau sagen. 5 Euro habe ich dafür bezahlt. Dass die Antenne kaputt ist, habe ich ja gewusst. Es sollte eigentlich ziemlich leise spielen. Ja, weiß ich nicht, was er dann gemacht hat. Es ist eigentlich ziemlich laut. Mit den Batterien, ja, die sind so alt wie das Radio, glaube ich. Oder schon um die 30 Jahre wohl da drinne gewesen. Hier ist die Feder. Ich gucke mal, ob ich das gucken kann. Die ist richtig kaputt geätzt hier, genauso wie der Kontakt. Jo, ich mache mir das wieder gangbar für Batterie, dafür habe ich nämlich gekauft, dass ich ein kleines Radio habe, wo ich die Mittel- und die Kurzwelle habe, um überall, wo ich möchte, zu hören, weil wir kennen ja hier diesen, ich nehme euch mal mit, diesen Plastikbomber, den kann ich ja wohl schlecht irgendwo mehr hinstellen. Ja, dieses Video habe ich nur zwischendrin gemacht, weil ich mit der Kiste hier, mit dem B113, nicht wirklich weiterkomme. Da wollte ich nämlich gleich nochmal schnell was gucken. Ich wollte euch gar nicht so lange aufhalten. Denn, ja, warten wir mal, bis wir mit der Kiste hier weiterkommen. Tschüssi.